Ihr habt es bereits im Titel gelesen, der Rückbieganschluss Comax kommt in unser Sortiment von der Firma Betamax Systems. Und ich freue mich drauf, euch jetzt in den nächsten paar Minuten diesen Rückbieganschluss vorzustellen, denn damit seid ihr bestens gewappnet, auch richtig damit umzugehen. Und ja, es ist ein technisches Video. Viel Spaß dabei! Zum Installieren easy wie alle Subparts einfach die SMZ-Datei per Drag and Drop in das Zeichenfeld und schon wird ein kleines Installationsprogramm ausgeführt. Einfach mal bestätigen auf OK und ihr habt sofort am Mauszeiger euren Comax. Zu finden im ganzen Büro, dann in der Bibliothek unter Büro Subparts. Und hier findet ihr auch den Rückbieganschluss. Ich mache mal ein großes Symbol hier zu sehen mit dem Subgrade Premium Partner Betamax im Logo. Gut, wie gehen wir damit um? Hier ist das Animationsfenster. Ihr seht, hier so sieht sozusagen ein abgesetzter Rückbieganschluss fertig aus. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wir aktivieren einfach mit Doppelklick auf einen Subpart und schon wird der Darstellungsmodus aktiviert. Der ist dazu da, damit schneller und performanceschonender alles eingegeben werden kann. So, ich präsentiere die Version 1.0. Natürlich könnten neuere Versionen dann davon etwas in Nuancen abweichen. Aber der Aufbau ist eigentlich immer ziemlich gleich. In der Headline steht der Rückbieganschluss und die Versionsnummer. Dann sehen wir hier, um was es sich eigentlich hier handelt, um die Subparts. Und dann kommt der Premium-Partner-Bereich. Und hier haben wir natürlich auch einen Premium-Partner. Und der ist von Betamax besetzt. Und damit ihr schneller und gleich einsatzfähig seid, habt ihr hier vier tolle Buttons. Button 1 führt euch auf die Homepage von Subgrade in den Premium-Partner-Bereich des Rückbieganschlusses. Einfach mal nachschauen und die Vorteile des Betamax durchlesen. Button Nummer 2 führt euch auf die Homepage von Betamax. Und Button 3 führt euch genau zu diesem Video, das ihr jetzt gerade anseht. Dann Button Nummer 4. Hier kommt ihr sofort zur Bemessungssoftware des Comax. Ein ganz entscheidender Punkt natürlich auch für die Subparts, die sollten natürlich vorher auch berechnet werden. Und das könnt ihr hier kostenfrei einfach anfordern, das Programm. Und damit ihr gleich einsatzfähig seid, ist es natürlich hier gleich verlinkt. Ich klappe einmal die Section View hier zu und gehe zu dem nächsten Bereich hier zum Kurztext. Der Kurztext ist für den Bereich zuständig, wenn ihr ein Subpart beschriften wollt, habt ihr die Option, einen Langtext anzufügen oder einen Kurztext. Beides kann, wenn gewollt, am Schluss im Report in der Bestellliste erscheinen. Ihr könnt aber auch den Kurztext ausblenden. Es ist aber von großem Vorteil, immer wieder bei einem Projekt mit Rückbieganschluss 1, 2, 3 zu beginnen, so ungefähr. Und dann ist die Übersetzungstabelle dann am Schluss im Report. So müsst ihr nicht 10 Meter Text neben den Rückbieganschluss anhängen. Genau. Folgendermaßen funktioniert das Ganze. Ihr habt momentan Rückbieganschluss 9 im Kurztext, aber die Vorgabe sagt euch, hey, ihr seid schon bei Rückbieganschluss Nummer 11, willst du nicht diesen Namen übernehmen? Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt hier auch jegliche Fantasie eingeben. Die Maske dafür ist in drei Tabellen aufgebaut. Hier mit in der Einstellungsbereich könnt ihr das mit Spaltenbereiche 1, 2 und 3 belegen. Also ihr könnt da auch eigene Bürostandards kreieren. Es muss nicht RBA heißen, es könnte zum Beispiel auch 14.5 heißen oder was auch immer. Genau. Und wenn wir das jetzt übernehmen wollen, einfach auf die Diskette. Jetzt wird der Kurztext von der Vorgabe übernommen und dann können wir nochmal auf die Diskette und haben jetzt die Möglichkeit, den Comax mit allen nötigen Parametern abzuspeichern. Und keine Angst, es wurden alle Sonderzeichen umgewandelt. Somit könnt ihr einfach auf Speichern klicken und der Comax ist abgespeichert, auch für den Kollegen dann auffindbar. Genau, im Projekt zumindest.
den Kurztextbereich klappe ich zu. Der Langtextbereich ist automatisch zugeklappt. Warum? Denn der Langtextbereich ist deaktiviert. Ich kann hier nichts ändern. Der ist nämlich genau nach der Vorgabe von Betomax deklariert. Das heißt, alle Parameter erscheinen am richtigen Ort und werden auch deaktiviert oder aktiviert. Wenn zum Beispiel ein Parameter hier entfällt, weil der Typ es nicht hergibt, dann entfällt auch hier der Parameter automatisch. Ihr könnt es gar nicht hier beeinflussen. Das ist auch richtig so. Somit hat jeder den gleichen Bestellnamen und Typen. Nicht, dass der eine ein Leerzeichen, ein Slash oder sonst irgendwas eingibt. Nein, jeder hat wirklich genau denselben Typen. Wenn er dieselben Parameter eingibt, hat er genau dieselbe Bestellbezeichnung. Hier sehen wir noch, ob es sich hier um ein Einbauteil oder um einen Platzhalter handelt. Ihr könnt bei den Einstellungen auf Platzhalter wechseln. Schon ändert der Comax seine Farbe und wird dann in der Auswertungstabelle nicht mehr erscheinen, außer ihr wollt nur die Platzhalter auswerten. Dann erscheinen nur die Platzhalter und die anderen nicht. Das hat den Hintergrund, damit auch in der Leistungsphase 2, 3, 4 die geschätzten Einbauteile übernommen werden können. Dann könnt ihr da zum Beispiel ein grobes Modell erstellen für eure Stahlmaßenermittlungen oder Stahlschätzungen und auch für die Einbauteilschätzungen. Und wenn ihr dann später dieses Projekt kopieren würdet in die Leistungsphase 5, dann weiß auch der Kollege, Moment, da handelt es sich noch um einen Platzhalter. Das muss ich erstmal mit der Statik abklären, ob hier alles korrekt ist. Und wenn alles korrekt ist, könnt ihr den Platzhalter deaktivieren. Vielleicht noch kleine Parameter hinzufügen und dann wieder abspeichern. Dann ist der Comax sozusagen auswertbar und einsatzfähig für euren Plan. Genau, dann haben wir hier erstmal den Herstellernamen, ganz klar hier Betomax, auch der Premium-Partner und hier der wichtige Button zwischen Sondertyp oder Standardtyp. Also ist Sondertyp deaktiviert, sind wir im Standardbereich. Nach der Installation steht ja immer auf Standard, denn die Standardtypen sind natürlich günstiger und sollten als erstes kontrolliert werden, ob man mit den Standardtypen zurechtkommt in seinem Projekt. Und wenn nicht, dann kann man immer noch auf das riesige Sortiment der Sondertypen zugreifen. Bei den Reihen könnt ihr auswählen zwischen einreihig und zweireihig. Ist hier einreihig ausgewählt und kein Sondertyp, habt ihr die Bügeltypen WH und H zur Auswahl. Stellt ihr hier auf zweireihig um, habt ihr H2R oder S1 zur Auswahl. S1 kennt man wahrscheinlich am gängigsten. Ne? Und hier Comax P, Q, L, alles möglich, aber nicht überall. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auf H2R gehen, haben wir nur den Comax Q übrig. Also ihr könnt gar nichts falsch eingeben, denn P und L sind hier nicht auswählbar, wurden also deaktiviert. Das hat sehr starke Vorteile für den Zeichner, damit er sich in diesem Dschungel, in diesem komplizierten Parameterdschungel sehr schnell zurechtfindet. Das ist wirklich ein Highlight dieses Comaxes. Typenauswahl. Natürlich wird auch der Typ dementsprechend mit angegeben. Je nachdem, welchen Typen ihr natürlich hier auswählt, sind andere Typen möglich. Hier seht ihr die Das Sortiment wurde jetzt erweitert und genau. Auch bei den Durchmessern verhält es sich genauso. Es könnte sein, dass es einmal nur den 12er Durchmesser gibt, einmal den 10er oder den 8er und so weiter und so fort. Also auch hier könnt ihr keine falsche Eingabe machen. Abstand ändert sich hier live mit. Und hier haben wir jetzt die, ja, also ich bin sehr stolz darauf, diese Tabelle präsentieren zu können, denn die hilft einem extrem weiter. Hier unten haben wir eine Parameterskizze und sehen genau für diesen Bügeltypen S1 und Comax P sehen wir den Kastenaufbau. Wenn wir jetzt hier umschalten auf Q, sehen wir auch, dass hier der Kasten sich in der Vorschau mit verändert und die Parameter dementsprechend H, L und B sind auch hier deklariert. Das heißt, ihr wisst sofort, der Wert B ändert diesen Abstand. Und jetzt sehen wir hier minimaler Wert B8, maximaler Wert von B ist auch 8. Also bleibt der auf 8 stehen. Also dann wissen wir auch, wenn wir jetzt hier 12 eingeben, bleibt das trotzdem bei 8. Genauso wie bei H und bei L haben wir immer die minimale und maximalen Werte angegeben. Bei den Standardtypen
ist das meistens eine Vorgabe, aber bei den Sondertypen könnt ihr dann natürlich viel mehr eingeben. Und hier ist noch eine kurze Information: Wenn ihr hier mit einem Mouseover arbeitet, dann könnt ihr sehen, dass die Werte der maximalen Länge immer sich auf den Wert der Rückbieganschlüsse von 1,25 Meter stützen. Denn die könnten natürlich auch anders sein, je kleiner der Rückbieganschluss wird, desto länger könnte auch der Maximalwert sein. Aber wir haben uns hier geeinigt, wir machen alle Angaben auf 1,25 Meter. Im Notfall einfach nochmal beim Partner Betomax anrufen. Hier bei Premium Partner könnt ihr hier auf Kontakt klicken. Schon wird eine weitere Seite erscheinen und dort könnt ihr dann sofort mit dem Support in Kontakt treten und habt automatisch den richtigen Ansprechpartner am Telefon. Dann schauen wir uns mal die Sondertypen durch. Mit einer Bestätigung dieser Checkbox kommen wir nun zu den Sondertypen. Ein Reieck hier und zwei Reieck ebenfalls vorhanden. Bügeltypen BA. Und hier habt ihr jetzt gesehen, wurde automatisch noch eine Zeile hinzugefügt. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr einfach hier das ganze Feld verbreitern oder auch hier mit der Maus könnt ihr diesen Bereich größer oder kleiner ziehen. Und hier ist Abstimmung mit Betomax. Was bedeutet das? Hier ist wieder die Erklärung über den Mouseover. Also der Wert B1 kann erhöht werden, aber das muss vorher abgeklärt werden mit Betomax. Was ist B1? B1 ist also hier, sehen wir in der Skizze, dieser Bereich, also von hier nach hier. Und der ist begrenzt auf 60 cm. Das heißt, ich kann, wenn ich hier 80 eingebe, nicht länger eingeben. Also er wird auf 60 cm begrenzt. Jetzt könnte ich aber mich mit Betomax abstimmen und wenn ich die Freigabe erhalte, wähle ich aktiv diese Box aus und kann bis zu einem Meter diesen B1-Wert erweitern. Okay? Genau, solche Sachen sind natürlich deklariert, damit wir immer auf der sicheren Seite sind. Im Notfall immer nachfragen. Wenn wir im Sondertypbereich sind, können wir auch die Länge bearbeiten, denn hier rasselt dann ganz einfach die Vorschau rauf und runter die einzelnen Eisen und wir können sie uns anschauen, genau. Also 1,25 Meter ist aber der Standard, also kann ein Standardtyp auch nur ausgewählt werden, wenn die 1,25 Meter eingehalten werden, ansonsten ist es ein Sondertyp. Gut, wir haben BA, wir haben H, wir haben den W. Und immer darauf achten, die Parameter ändern sich mit jedem Typen. Also die könnten erweitert werden hier um den Wert B. Hier haben wir Minimalwert 8 bis 12. Hier haben wir Minimalwert 10 bis 98 und so weiter und so fort. Und das natürlich bei jedem Typen erklärt sich wirklich von selbst. Wenn man mal damit gearbeitet hat, ein Traum, wirklich. Und zweireihig, hier auch wieder Comax P. Je nachdem ändert sich hier der Kasten mit. Ich finde das so toll. L, hier haben wir den stärkeren Kasten. So, jetzt machen wir mal P. Und gut, hier die Eingaben ändern sich immer. Die Minimalwerte und Maximalwerte. Schauen wir mal, ob sich hier was ändert. Ja, klar. Also hier 240 wird der B-Bereich von 48 bis 58 vorgegeben. Gehen wir hier auf 60, ist der Bereich von 12 bis 22. Stimme ich mich mit Betomax ab, kann ich auch diesen Wert wieder erweitern. Genau. So, und dann haben wir noch den BAD-Typen. Ein besonderes Spektakel, denn hier haben wir 6 Parameter zum Eingeben. Hier sind sie alle beschrieben und ihr müsst nicht mühselig in irgendein Handbuch nachschauen, welcher Wert ist denn was, sondern ihr habt hier einfach die Parameterskizze und könnt alles eingeben. Auch hier wieder mit Abstimmung, dann erweitert sich der B1-Wert. BAD, BK, ja, einfach mal durchklicken, H2R, K, KH, ich klicke noch kurz alles durch, KHS, KO, KS, S1, W2R, also der W in Zweireieck, WH Zweireieck und WS Zweireieck. Gut. Das war jetzt erstmal zu den Parametern. Die sind nötig, damit ihr eine korrekte Auswertung erhaltet. Jetzt schauen wir mal die Parameter hier
anhand der Anzahl an. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf BAD gehe, habe ich noch mehr Parameter. Das heißt, auch die Bestellliste gleicht sich den Parameteranzahlen an, so wie es Betomax haben möchte. Also wird bei der Bestellung nichts falsch durchgegeben. Bei den Einstellungen haben wir auch noch phänomenale neue Werkzeuge, die wir jetzt hier hinzugefügt haben. Das ist, zum einen können wir die Rundungen, wie bei allen anderen Subparts auch, einfach einstellen, ob die jetzt zum Beispiel 12 Ecken haben sollten, 10, 8, 6 oder nur 4. Zusätzlich können wir jetzt noch einstellen, ob der Kasten im Level of Geometry 500 erscheint, in 300 oder einfach nur als Kasten erscheint in Level of Geometry 100. Ich stelle wieder auf 500 um, weil es einfach besser aussieht. Dann Level of Geometry in Eisen 500 ist natürlich alles rund. Wenn wir jetzt hier auf 300 stellen, dann sehen wir hier, haben wir Balken, hier haben wir Quader. Oder wir gehen auf die 100, dann haben wir nur noch 3D-Linien, aber die sind in der Außenkante befestigt. Das heißt, wenn wir jetzt nachmessen würden, hätten wir immer die Betondeckung und müssen nicht umrechnen auf die Achse. Also auch an das wurde gedacht. Oder wir blenden das Ganze einfach aus in 0. Was wir noch machen können, ist eine 2D-Projektion. Das heißt, wenn ich das aktiviere und schließe, dann haben wir hier eine schönere Darstellung im Grundriss. Das heißt, hier wurden die einzelnen Linien, die hier herumfahren würden, einfach deaktiviert und haben hier sozusagen eine 2D-Folie im Grundriss. Deaktivieren wir die 2D-Projektion, dann sieht das Ganze so aus. Natürlich wird das Ganze mitgeliefert mit einem Report, damit man alles auswerten kann. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Legende euch an die Hand zu geben, die assoziativ mitläuft. Dazu möchten wir aber Kontakt mit Ihnen aufnehmen, damit wir nicht vorhandene Legenden in Ihrem Bürosystem überschreiben würden. Und deswegen wäre der Kontakt hier sehr nett. Da geben wir dann kostenfrei auch die Legende mit an die Hand. So, und wenn wir jetzt einen Report erstellen, dann können wir hier auf Büro, Subparts, Einbauteil, Mengenliste, in dem Fall die Version 1.0. Ich mache Doppelrechtsklick, ich möchte alles auswerten. Und dann schauen wir uns den Report an. Was gibt er denn aus? Wie schaut die ganze Sache aus? Also, wir haben einmal den Rückbieganschluss 11, den Rückbieganschluss 9 in der Höhe von 1,25 m. Das ist in der Bestellliste mitgegeben. Stückzahl 1,1, also die Stückzahl wird einfach automatisch erweitert. Diesen Report könnt ihr auf alle Subparts gleichzeitig anwenden. Also auch wenn ihr einen Durchstandsbereich auswerten wollt oder einen Querkrafttoren, wird hier automatisch mit in der Liste mitgenommen. Und wenn es in Meter angegeben werden muss, dann wird es auch in Meter angegeben oder auch in Stückzahlen. Damit wir alles rückverfolgen können, haben wir hier die Möglichkeit, auf Kategorie zu klicken und unseren Rückbieganschluss zu suchen in Allplan. Dann werden wir hier per Mark and Zoom, heißt die Funktion, zum richtigen Einbauteil hingezoomt. Oder hier natürlich auch mit in RBA 9 möglich. Ich klappe das Ganze wieder zu. Ich kann auch eine 3D-Darstellung mir anzeigen lassen, also auch hier keine Grenzen gesetzt. Wir können auch den Kurztext, wenn er nicht gewollt ist, ausblenden, hier die Checkbox auf der linken Seite und schon ist das ausgeblendet. Der Rest erklärt sich von selbst. Wir können natürlich auch auf Platzhalter schalten, wenn wir welche hätten, dann würden hier nur die Platzhalter angegeben, haben wir jetzt keine. Und natürlich können wir das in Excel, Allplan, PDF oder Word übergeben. Wenn wir es in Allplan übergeben, dann können wir es auf unserem Plan direkt absetzen, diese Liste, und bearbeiten. Ihr müsstet nur vorher auf den richtigen Maßstab achten. Ich habe jetzt hier den Maßstab 1:100 gewählt. Deswegen erscheint die Liste hier so groß. Genau, das war's vom Einblick des Comax. Ich hoffe, er findet bei euch Anwendung bis zum 31.12.2023. Ist der Comax Rückbieganschluss in der digitalen Welt von Allplan kostenfrei für euch vorhanden. Also gleich auf www.subparts.de gehen, Link in der Beschreibung, runterladen, testen, begeistern, Kollegen davon erzählen und einsetzen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal, euer Subgrid-Team.